Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ship Graveyard Simulator. Jawohl, wir sind wieder am Stüssel. Und ja, ich renne hier gerade noch so ein bisschen rum. Guck gerade noch mal nach der einen oder anderen Kiste. Vielleicht finde ich hier gerade noch mal eine. Ja, ich habe das Geld zusammen. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen ja, gehasselt, sage ich jetzt mal. Aber immer wieder Material gesammelt, eingeschmolzen, was ging. Und dann dementsprechend. Ist hier was? Dementsprechend dann verkauft. Und ja, so habe ich jetzt 3.930 Dollar zusammenbekommen, die wir dann ausgeben können für das Lager-Upgrade, was ich mir ja holen wollte, weil den Rest habe ich jetzt auch soweit an Material, was wir dafür brauchten. Und von daher können wir jetzt gleich eben schnell mal ran. Aber ich gucke jetzt trotzdem gerade noch mal eben hier nach den Kisten. Weil, ja, Geld brauchen wir ja trotzdem wieder, ne? Hier ist auch noch eine. Zack. Jawohl, sehr schön. Haben wir das nämlich. Was haben wir denn jetzt so eingesammelt? Stahl, davon können wir wieder hier, was ist das? Gussstahl oder wie nennt sich das? Machen. Apropos, haben wir nicht. Gut, jetzt müssten wir mal eben schnell was sammeln. Gusseisen dafür. Ah, hier ist auch noch eine Kiste. Die nehmen wir auch noch mit. Jawohl. Haben wir alles. Ich will es hoffen. Wenn ich die Kiste eigentlich kaputt mache, bevor ich die Sachen rausgenommen habe, sind die Sachen dann weg? Hab's noch gar nicht ausprobiert. Will ich auch ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Ich glaube, das war sogar. Ja, es sieht gut aus. Sehr schön. So, dann würde ich sagen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Dann schmelzen wir das nochmal eben hier ein. Was braucht man? Einmal das und einmal das bei 1500 Grad. Zack. Gibt zwar jetzt nur einen, aber egal, besser als keinen. Gibt auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld, ne? So. Hammer, Hammer, Hammer. Zack. Hier haben wir dreimal Öl. Lohnt sich jetzt auch nicht sonderlich. Aber, wie gesagt, was wir an Mehreinnahmen haben, haben wir an Mehreinnahmen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dankeschön. So, machen wir auf hier. Habe ich das jetzt nicht eingesammelt? Ah ne, hier liegt es noch. Okay, alles klar. So, und dann nehmen wir hier noch die drei Kupfer mit dem Stahl. Haben wir auch. 1000 Grad. Dann haben wir da noch ein bisschen mehr Geld und dann passt das. Sehr schön. Jawohl. So, ist eingesammelt. Der zieht das immer mit der Viereck-Taste immer erstmal ran, ne? Kann das sein? So, komm mal her, Freund Jochen. So, Blei haben wir. Silberschrott verkaufe ich jetzt auch mal eben mit. Kerosin, die Dinger. Nochmal Öl. Zack, hier davon noch und davon noch. Sind wir nochmal bei 255. Passt. Sehr schön. So, jetzt können wir uns hier unser Lager-Upgrade gönnen. So. Da brauchen wir das, das und das. Also, nee, halt. Und jetzt können wir hier kaufen. Jawohl. Einmal neues Lager, bitte. Wir haben eine Reihe mehr, was wir einlagern können, was ich schon mal hervorragend finde. Und wir haben noch 685 übrig. Das heißt, das letzte Werkzeug, was mir jetzt noch fehlt, hier bin ich auch mal, muss ich auch mal gucken, wann hole ich mir das am besten hier, den Werkzeugshop Upgrade für Tier 2? Ich weiß es nicht. Aber ich will hier den Winkelschleifer noch. Kostet 1600. Wir haben 685. Das heißt, aber wir bestellen uns ein Boot, oder? Würde ich sagen, was nehmen wir denn? 6,85 habe ich.
Was gibt's denn hier? Zeig mal her. Titan, Blei. Oh, da gibt's jede Menge Massis, ne? Für 400? Sollten wir doch an einem Tag hinkriegen, oder? Man muss einmal reservieren und dann direkt wieder abgeben. Reservieren wir jetzt mal. Zack, für den nächsten Tag. Sehr schön. Du, was? Das bestellen würde um 8 Uhr. Okay, alles klar. So, dann würde ich sagen, laufe ich mal ganz schnell hier über den Hof, mehr oder weniger. Klopp hier nochmal ein paar Sachen zusammen. Ne, weil jeden Cent, den wir hier jetzt machen, dann kriegen wir den Winkelschleifer noch. Den würde ich mir jetzt gerne noch holen und wir haben ja jetzt Zeit. Also, wir haben ja gerade mal halb ein, nee, halb 12. Das heißt, ja, jetzt schlafen gehen. Gut, könnten wir machen. Aber ich könnte noch eben warten und nochmal hier rumrennen. Und überall nochmal draufhauen. Warum nicht, oder? Ist doch gar keine schlechte Idee. Vielleicht finden wir sogar hier auch noch irgendwo eine Kiste oder sowas. Also mit dem Viereck, da muss ich ja mal. Das muss man immer spammen, ne? Ah, guck an, hier haben wir noch eine Kiste. Perfekt. Zeig mal her. Jawohl. Und da gibt's Öl und keine Ahnung was. Bams. Weil er hebt das mit Viereck nicht immer direkt auf, ne? Also der zieht das erst ran und dann. Also ich spamme da mittlerweile die Viereck-Taste immer. Ich meine, es ist jetzt auch mühselig, hier den ganzen Kram aufzusammeln, ne? Aber wenn wir hier ein bisschen Kohle machen können. Wie ist denn das hier, meine ich zum Beispiel, was hat er da weggeschmissen? Das muss man schon sagen, dass es mühselig ist, aber ist halt auch mal eben schneller Dollar gemacht, ne? Für mal eben hier rumrennen. Also ich beschwere mich da nicht. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, weil ich die 3.500er jetzt zusammen haben wollte. Und es ging eigentlich relativ zügig. Dann habe ich dann. Das Nervige war halt immer die Kisten suchen. Ich habe immer die Kisten dann noch zusätzlich gesucht. Damit ich da ja noch bessere Sachen verkaufen kann. Guck mal hier, was hier überall rumliegt. Das liegt einfach so zum Einsammeln herum. Warte mal hier. Ja, Schiff ist schon bezahlt, ne? Wollte gerade sagen, wieso habe ich jetzt so wenig Geld am Start, aber das passt ja. So, Schiff ist bezahlt. So, dann laufen wir jetzt mal zurück. Dann schmelze ich den ganzen Krempel hier noch eben ein, verticken das und dann gehen wir schlafen, würde ich sagen. Und dann holen wir uns von dem Geld, was wir. Oh, kein Platz mehr im Equipment. Okay, alles klar, jetzt müssen wir eh zurück. Was wir dann zusammen sammeln da auf dem Schiff. Davon holen wir uns dann den Mob. Ne, Quatsch, den Winkelschleifer. Das nenne ich einen Plan. Aber sieht doch schick aus, meine neue Hütte, oder? Wollte ich sagen. So, zack. Und wollen wir hier mal schmelzen. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben wieder Kupfer, Kupfer und Kupfer. Zack, zack und zack. Da brauchen wir die 1000 Grad. Nehmen wir, dann haben wir die schon mal weg. So, Öl teilen wir, machen wir 3 und zack da rein, das rüber, das dahin und das dahin. Passt das jetzt? Glaube.
Okay, drei Stück. Ah ne, ist sogar noch einer übrig geblieben. Guck an. Ja, gut, okay, passt. So, haben wir jetzt sonst so irgendwas, was wir jetzt hier verwerten können? Nö, ne? Perfekt. Verkaufen und dann pennen. Zack, zack und zack. Was macht man eigentlich mit dem Alkohol? Den kannst du auch nur verkaufen, ne? So, 347. Preise waren jetzt nicht gerade so mega geil, aber egal. So, jetzt rein ins Bett. Zack. Und da kommt das neue Schiff auch schon. Warum ist direkt hier auf den Strand gefahren? Okay, alles klar. So, jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Wo ist mein Auto? Alter, die Drehgeschwindigkeit ist ein bisschen langsamer. Und Abfahrt. Oh, da waren schon größerer Kutter, ne? Was zahlen wir jetzt dafür? 400. Ja, müssen wir uns ranhalten. Bremst. So, zeig mal her. Jawohl. Das wird der Kutter für den Winkelschleifer. So, einmal rauf hier. Okay. Oh, würde ich sagen, kloppt man da alles zusammen, ne? Kloppt man da alles zum Mies. Na, komm her. Zack. Was ist das hier? Folie können wir irgendwie nicht aufheben. Kann man nichts mehr machen. Ich sehe gar kein. Ah, doch, da. Wollte gerade sagen, ich sehe gar keine weißen Punkte hier, wo ich draufhauen soll. Machen wir es so, ne? Passt. Also hier sind aber richtig viel, was wir hier zusammenklappen können. Stahl auf jeden Fall. So, jetzt die Frage: Wie mache ich das denn jetzt hier mit den Materialien? Also ihr hattet mir ja geschrieben, von wegen, ich soll eigentlich am besten erstmal am Anfang alles verkaufen, aber ich sag mal so, wo ist Anfang, wo ist Ende von der Nummer? Ah, wisst ihr, was ich vergessen habe zu kaufen? Benzin für den Dingens. Für den Brenner. Da ist nämlich kaum noch was drin. War nämlich auch ein bisschen wenig, ne? Aber es ist teuer. Also der Brenner ist teuer. Würde der Brenner nicht theoretisch den Winkelschleifer ersetzen? Frage ich jetzt mal so kurz. Fünf. Das Bötchen hier muss aber schon, ist aber ordentlich, ne? Hier ist richtig viel. Na, komm her. Zack. Die Dinger geben fast gar nichts. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Wie gut, dass wir jetzt mehr Platz haben im Auto. So. Okay, was packen wir rüber? Einfach alles, ne? Was geht? Zack, 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 zack und zack. So, und damit haben wir alles drüben. Oha. Machen wir einmal noch die Taschen voll jetzt hier. Hey, hallo, ist mal okay. Danke. So, jetzt gucken wir mal. Was liegt hier noch rum? Öl? Warum liegt hier Öl? Was ist das? Jawohl. Sehr schön. So, Hammer.
glaube ja alles zum Moos, ey. Jawohl. Oha, guck mal hier unten. Da geht. Ach du Scheiße. Jede Menge Kisten, die wir da unten kaputt kloppen können. Sehr geil. Oder auch nicht. So, hier brauchen wir dann einen Brenner. Hier brauchen wir einen Brenner. Jede Menge Teile für wo wir einen Brenner brauchen. Das wird böse. So, tu mal her. So, jetzt brauchen wir erstmal hier unseren Mob, ne? Na komm, wisch mal auf hier. Das dauert ja 100 Jahre. Ich glaube, den muss ich mal leveln oder sowas. Kannst ja irgendwie so einen größeren Radius oder sowas leveln, hab ich gesehen. So, okay. Okay, wie viel... Ja, guck mal hier, Benzin ist gar nichts mehr da, ne? Ach du Scheiße, was steht denn hier noch alles rum? Ja moin, ey. Alter, das dauert ja 100 Jahre. Okay, damit kann ich nichts anfangen. Aber wenn wir das auseinandergekloppt haben, ne? Da können wir aber auch gut Geld machen, kann das sein? Also wenn wir davon jetzt noch ein paar Teile einschmelzen, zu besseren Sachen. Also ich bin da noch, was ist das hier? Also ich frag das jetzt einfach nochmal, wahrscheinlich habt ihr das schon in den Kommentaren beantwortet, weil ich ein bisschen am Vorarbeiten bin wieder. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Ofen auf Stufe 2 kriege. Aktuell. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Ja, jetzt wird's eng, ne? Jetzt müssen wir nochmal zurück. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal schmelzen. Machen wir auf hier. Und Abfahrt. Wo ist denn hier da hinten? Alter Schwede, wie weit ist das weg? So, da sind wir auch schon. Würde ich sagen, schmelzen wir jetzt erstmal hier das ein, was wir können. Tu mal her. So, dann fangen wir an mit Öl, ne? Öl. 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 Ey, oh, verdammt. Öl, so. So. Zack, haben wir drin. Haben wir hier noch Öl drin? Wahrscheinlich. Nee, tatsächlich nicht. Guck an. Na, ist egal. So, 500 haben wir. Ja, passt. Dann Feuer frei. Jawohl, hier rieselt es raus. Sehr schön. Zack, so. So, und dann, Moment, hier rüber, einmal, zweimal, dreimal, viermal, haben wir von denen, dann haben wir hier noch was, da können wir auch jede Menge massig von herstellen, ne? Was ist das hier? Benzin? Ach, ich sehe es gerade. Ich bin ja hier weiter. Ja, geil. Wie geil ist das denn? Ach, das ist jetzt freigeschaltet, weil ich das erweitert habe wahrscheinlich, ne? Ja, geile Sache. Moment. Oh, da können wir ja noch mehr machen. Sehe ich ja jetzt erst. Was brauchen wir denn dafür? Warte mal, was ist denn das hier? Nee. Das ist Blei. Mit Gusseisen ergibt Gusseisenlegierung. Aha. Okay, jetzt wird's interessant. Kann ich denn mit dem... Moment. Hier mit dem Kerosin? Ne, kann man nichts anfangen, ne?
Also besser als Kerosin wird nicht. Okay, gut zu wissen. Dann haben wir Benzin. Weiß ich jetzt auch noch nicht, wofür wir es brauchen. Wir hätten Stahl. Mit dem Stahl können wir zwei Sachen machen. Warte mal, was ist das? Aber wir haben nur 5-mal Stahl, das macht also keinen Sinn eigentlich. Gehärteten Stahl kriegen wir dafür. Was bringt das bei dem? Gehärteter Stahl 36. Boah, das ist natürlich eine Ansage, ne? Ne, warte mal, ist das der gehärtete Stahl? Zeig mal her. Was? Ja, doch, gehärteter Stahl gibt 36 und die geben 27, dieser Gussstahl. Das ist natürlich ein bisschen mehr, ne? Ich könnte aber auch hingehen und könnte. Ja, könnten wir auch machen. Kein Problem. Ja, cool. Dann weiß ich aber jetzt, wofür ich den ganzen Kram brauche. Also, am Ende brauche ich ja alles hier nur zum Einschmelzen. Mehr ja nicht. So, um halt die Euros zu machen. Vielmehr die Dollar. Ja, cool. Dann, warte mal, tausend. Ne, was braucht man jetzt? Was wollte ich jetzt hier machen? Hier wollte ich eben noch die machen. Wir brauchen 1000 Grad. Das machen wir jetzt noch eben schnell. Und dann gehen wir auf den anderen Kram. So, her damit. Danke. So, die rüber. Hä? Wir sind ja jetzt so viel übrig geblieben. Hatte ich gar nicht so viel. Na, ist egal. So, warte. Jetzt teilen wir den Stahl auf. So, und Stahl braucht 1000 Grad. Falsche Kombination. Hä, was? Wieso ist doch? Alter Schwede, was? Der hat jetzt da was krachen geschickt, oder was? Zwei Stück. Boah, wie ätzend ist das denn? Aber die Tier 2 Sachen sind doch jetzt offen. Stahl und Stahl ergibt gehärteten Stahl bei 1000 Grad. Habe ich schon gemacht. Oder was muss ich da anders machen? Boah, ist ja ätzend jetzt. Also, pass auf, dann mache ich erstmal hier. Die drei. Mit denen. 1500 Grad. Ey, ist ja scheiße. Ah, was hier? Achso, Abfall. Ja, toll. Für Abfall kriege ich einen. Ein Dollar. Super. Ganz großes Kino. Oha, guck mal hier. Wenn man jede Menge Masse Stahl. Kommt der denn alles? Ach du Scheiße, habe ich hier Stahl. Alles klar. Ja. Wir müssen dann noch ein bisschen mehr einschränken. Ah, egal, dann machen wir trotzdem einen dicken Euro mit. Das passt doch eigentlich ganz gut in Kram. Zack, 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 zack. Ich verstehe halt immer noch nicht, warum das jetzt krachen gegangen ist. Ich habe doch alles so eingestellt. Das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt hier nochmal. Vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Boah, ich muss hier aber auch noch jede Menge massig einschmelzen. Aber egal, es gibt Kohle gerade, glaube ich. So, okay, mehr haben wir nicht. Mehr können wir auch nicht machen. 1500 Grad ist eingestellt. Feuer frei. Die können wir verticken. So, Hammer, Hammer, Hammer. Also halt, das muss wieder zurück. Jetzt schmeißen wir die da rein, dann kann ich Kupfer rüberholen. Machen wir von denen auch noch mal welche. Zack, Kupfer, 8 Stück. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel waren das von denen hier. Ich nehme die drei nochmal mit hier. Packe ich nochmal mit rüber. Zack, zack. 8. Ah ne, 13. Ja gut, okay, passt schon.
Und da brauchten wir 1000 Grad. Dann könnten wir uns theoretisch schon Dingens leisten hier, ne? Das kommt weg, Benzin brauche ich auch nicht. Zack, zack, dann verticke ich die Stahldinger. Stahl gibt nur 12 Dollar, ne? Das ist echt voll erbärmlich, ey. Ich glaube, den Stahl behalte ich und mache dann noch mal bessere Sachen draus, um mehr Geld zu machen. Ja, ist glaube ich gar keine schlechte Idee. Benzin gibt gerade gutes Geld und das Blei, ja. Ja, Blei gibt auch gerade gutes Geld. 656, zack. Bams, verkauft. Haben wir die schon mal weg. Ja, sehr schön, würde ich sagen. So machen wir erstmal jetzt hier ein paar Euros. Ich werde jetzt hier nochmal auf das Schiff gehen. Dann nochmal ein bisschen was auseinanderkloppen. Weil, ja, bevor wir es wieder zurückgeben müssen. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht in der nächsten Folge. Ihr könnt mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ne? Was ist hier noch wichtig, interessant, wie auch immer, was brauche ich, was ist gut oder was wäre mal sinnvoll, erstmal noch zu behalten. So die Sachen. Und ganz wichtig, wieso hat das hier nicht geklappt mit dem Brennen? Also das würde mich mal interessieren. Aber warte mal, ich könnte, aber das ist Tier 3, ne? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Pass auf, wir probieren das nochmal eben schon aus. Oder ich, was brauchte ich jetzt? Was war das? Da will ich mal gucken. Also einmal Blei und einmal Kupfer. Ah ne, Kupfer habe ich jetzt gerade komplett verheizt, ne? Ja gut, okay, dann probieren wir das halt nicht aus. Oder? Habe ich hier noch was? Nein, habe ich nicht. Dann probieren wir das nicht aus. Und wir könnten Blei und... Hier, das können wir probieren. Blei und Gusseisen. Haben wir Gusseisen? Ich hoffe, ich habe Gusseisen jetzt hier dran. Ne, habe ich auch alles verschwendet. Ey, alles klar, läuft. Okay, ich probiere es nicht aus. Ich probiere das mal aus, gegen auch oder wie auch immer. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, weil theoretisch müsste ich ja jetzt Tier 2 sein. Wenn ich mir hier Werkstatt Upgrade angucke, müsste ja dann dementsprechend passen. Ne? Gehe ich mal von aus. Das wäre dann Tier 3. Von daher frage ich mich, warum hat das nicht funktioniert? Naja, ist egal. Wir werden es. Ah. Okay, ich hab's verstanden. Alles klar, ich hab's verstanden. Okay, ihr braucht es mir nicht mehr in die Kommentare zu schreiben. Hier kann ich das verschieben, die Luftzirkulation. Und dann kann ich die Sachen brennen. Das muss ich hier unten machen. Okay, alles klar. Ja, gut. Okay, dann habe ich es gereiht. Dann passt das. Obwohl, warte mal, dann kommt mir ja mal eben kurz das mit dem Stahl probieren. Zack. Und wird die Folge jetzt doch nochmal einen Ticken länger. Kein Problem. So. Also halt, hier ist ja noch was drin. Das da rein. Das tun wir hier unten rein. 1000 Grad brauchen wir. Hammer. Und dann funktioniert es auch mit den Dingern. Sehr geil. Ja, gut, okay. Wenn man es sieht, dann ist es easy, ne? Alles klar. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier dann doch noch ein bisschen was hingekriegt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, gerne kommentieren, bewerten, kostenlos abonnieren. Vielen Dank und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Sagen wir bis zum nächsten und ciao, ciao.